du den Schuh? Was kannst du besser, werfen oder fangen? Werfen. Einfach hoch genug. Los, mach jetzt. Mach schon. Wirf jetzt. Wirf. Wirf. Liebe Tochter, soll sich zukünftig von unserer Tochter fernhalten. Wir wünschen keinen weiteren Kontakt. Sie glauben nur, Jessica. Wenn meine Tochter Schuhe braucht, dann kauft sie sich ein paar. Haben Sie das verstanden? Das ist aber wahr. Die Eltern von Jessica, bitte. Ja, hier. Mexiko, Baja. Toll. Mit. Okay. Du fährst mit mir und wir treffen uns dann bei mir. Vergiss es. Heute ist Conny-Tag. Jessica fährt mit mir und wir treffen uns bei mir. Wie, Conny-Tag? Heute ist Polizeitag. Nein, Jessica fährt mit mir. Höchste Zeit, dass es mir Max-Tage gibt. Gerne. Aber nicht immer nur an den Wochenenden und Feiertagen, sondern auch mal an den ganz normalen, beschissenen Wochentagen, wo du dafür sorgen musst, dass sie morgens aus dem Bett kommt und abends wieder rein. Und zwischendurch mal was Vernünftiges ist statt Junkfood und Hausaufgaben macht statt Junk-Movies guckt. Oder Ladendiebstähle begeht? Das möchte ich gerne mal sehen, wie du das dann verhinderst. Unter meinem Einfluss, da kommt sie nicht mal auf die Idee, irgendwas zu klauen. Dein Einfluss als Schönwetterpapi ist doch schuld daran, dass sie denkt, man könne alles haben, was man will. So, jetzt reicht's. Jetzt brechen wir diese peinliche Szene ab. Und dann fahren wir zu mir. Zu mir. Wieso fragt mich niemand? Zu dir kommen wir später. Ja? So, jetzt mal ganz vernünftig. Meine Wohnung liegt näher. Wir fahren zu mir. Okay, gut. Ganz vernünftig. In meiner Wohnung können wir sicher sein, keinem Bidi rauchenden Sozialpädagogen zu begegnen. Hans-Peter raucht keine Bidis. Ja, das sieht man ihm aber nicht an. Du hast ihn einmal gesehen. Von dem Schock habe ich mich immer nicht erholt. Ich möchte nicht wissen, wer in deiner Wohnung so alles rumläuft. Hey, hallo. Ich habe gerade einen Ladendiebstahl begangen. Jessie, möchtest du mal erzählen, was passiert ist? Soll Max weggehen? Weshalb habt ihr diese Schuhe genommen? Ein Geschenk. Für wen? Für Vince. Kennen wir Vince? Wer ist Vince? Ein Freund. Von Fatima? Von uns beiden. Und weshalb wolltet ihr ihm die Schuhe schenken? Zum Geburtstag. Wie alt wird er denn? 18. Wie? Du hast so alte Freunde. Jessica hat 18-jährige Freunde. Ach so, das weißt du nicht. Ist ja kein Wunder, wenn du sie rumlaufen lässt wie eine Nutte, dass sich dann alte Männer für sie interessieren. Mann, so laufen heutzutage alle Teenies rum. Jessie ist ein Teenie. Und deine Freundin sieht auch nicht besser aus. War das Fatimas Idee? Was? Ja, die Schuhe zu klauen. Weil sie Muslimin ist? Also Vorurteile gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen und Andersfarbigen. Das ist doch wirklich nicht unser Stil, Jessica. Das ist nun wirklich nicht unser Stil, Jessica. So, das reicht. Wir fahren zu mir. Zu mir. Das kann doch auch mal ein finanzielles Problem sein. Jessie, du kannst doch mit jedem Problem zu uns kommen, hm? Du weißt doch, wir sind deine Freunde. Ihr seid meine Eltern. Aber da machen wir doch gar keinen großen Unterschied. Ich schon. Meine Freunde sind 14 und meine Eltern sind 40. 38. Aber da machen wir doch gar keinen großen Unterschied. Jessie, ich sehe mich als deine Freundin. Und das ist total peinlich, vor allem wenn du dann noch mein T-Shirt trägst. Ich finde das echt total geil, Jessie, dass du das jetzt hier einfach alles mal so
verbalisierst. Und ich finde es mega peinlich, wenn du so Anbietern sprichst. Was, wieso? Wie spreche ich denn? Total geil, so sprechen alte Männer nicht. Ja, komm, ja, gib's mir. Ja, komm, jetzt endlich kommunizieren wir. Ja, komm, schau zu, Jesse. Ja, komm. Komm, wir kommen.